Ja, wir gedenken in diesen Tagen, angefangen mit dem Palmsonntag, dann über Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag hin zum Ostersonntag, des irdischen Lebensweges eigentlich Jesu, des Endes. Am Palmsonntag feiern wir den Einzug Jesu in Jerusalem, wo er also von seinen Anhängern sozusagen begeistert empfangen worden ist. Also die Menschen haben Kleider und Palmzweige abgeschnitten und ihn begrüßt, wirklich wie ein König, der in Jerusalem einzieht. Ja, am Gründonnerstag feiern wir dann oder gedenken wir der Einsetzung der Eucharistie. Also das ist die Feier des letzten Abendmahles, wo Jesus in Jerusalem im Abendmahlsaal mit seinen Jüngern diese Eucharistie eingesetzt hat, als Handlung des Gedächtnisses auch. Also das ist schon etwas, was er tut im Hinblick darauf, dass er leiblich dann als Mensch sozusagen in Fleisch und Blut nicht mehr direkt anwesend sein wird. Das ist also die Vorbereitung dann dieser Leidenstage. Dann wird er verraten in dieser Nacht von Judas Iskariot, wird gefangen genommen am Ölberg, Garten Gethsemane. Das ist das, was dann sozusagen am Abend in der Nacht passiert. Er wird verhaftet, er wird dann am nächsten Tag verurteilt, wie das ja bekannt ist, unter Pontius Pilatus, der römische Statthalter, der letzten Endes dieses Todesurteil ausspricht durch Kreuzigung, aber sozusagen im Namen und im Auftrag der jüdischen Tempelaristokratie damals. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass das gesamte Volk der Juden da irgendwie dahinter steckte, sondern das waren wirklich ausgewählte Kreise, die sich vorgenommen hatten, Jesus zu töten, weil er auch in gewisser Weise die Strukturen und das religiöse Gesetz in Frage gestellt hat und diesen Herrschaftsanspruch, diesen göttlichen Anspruch sozusagen auch verkündet hat, dass er der Messias ist, der Gesalbte Gottes. So, und dann wird dieses Todesurteil ausgesprochen. Er wird vorher noch gegeißelt, also gefoltert, wenn man so will, mit einer Geißel aus Stricken, wo also Metallstücke an den Enden eingebunden waren. Und diese Geißelung war schon so eine schlimme Strafe, dass die meisten, die unterzogen wurden, das gar nicht überlebt haben. Jesus überlebt das aber und wird dann über den Kreuzweg, den wir auch am Karfreitag dann beten, hingeführt zum Berg Golgotha, der also leicht außerhalb der Stadtgrenzen von Jerusalems lag. Und dort wird er ans Kreuz genagelt. Das ist diese Darstellung, die alle wahrscheinlich auch kennen, wo also er mit ausgebreiteten Armen dann ans Kreuz genagelt wird und dann einen sehr qualvollen Tod stirbt. Also um die 9. Stunde, heißt es, kam dann eine große Finsternis über die ganze Erde und Jesus schreit dann noch einmal laut auf und haucht seinen Geist aus. Das ist das, was ja so 9. Stunde bedeutet, etwa 15 Uhr am Karfreitag, die Todesstunde Jesu. Da feiern wir dann um 15 Uhr die Karfreitagsliturgie in der Kirche, wo dieses Kreuz dann aufgerichtet wird. Das ist also das, was dann am Karfreitag passiert. Er wird dann auch abgenommen vom Kreuz. Das ist das historische Ereignis, was also vor knapp 2000 Jahren sich abgespielt hat, im Jahr 30 oder 33 in Jerusalem. Das ist nicht so ganz zu bestimmen, aber eines dieser beiden Jahre ist es. Und wird dann ins Grab gelegt und das Grab wird verschlossen. Und dann kommt der Sabbat, der jüdische Sabbat, der ja bis heute geheiligt wird, also unser Samstag, der als Kar-Samstag der stillste Tag des ganzen Jahres ist. Dort gibt es eigentlich keine Liturgie, also keine gottesdienstliche Handlung, sondern man gedenkt an diesem ganz stillen Tag der Grabesruhe Jesu, die ganz im Verborgenen dann bleibt. Also er ruht in diesem Grab und dann, das ist das, was wir dann am Ostersonntag feiern, das ist das Gedächtnis seiner Auferstehung. Ganz in der Früh, nachdem dieser Sabbat vorbei ist, an unserem Sonntag, das ist der erste Tag der Woche, kommen die Frauen zum Grab und sehen, dass der Stein weggewälzt ist und dass das Grab leer ist. Jesus liegt also nicht mehr als Leichnam in diesem Grab, sondern die Engel verkünden den Frauen die frohe Botschaft, er ist von den Toten auferstanden. Und das ist das, was wir an Ostern feiern. Jesus ist der Erste,
der als der Messias den Tod überwunden hatte. Gott ist für uns in die tiefste Erniedrigung gestiegen als Mensch. Er ist Mensch geworden, hat sich ganz seiner Gottheit entäußert, sagen wir, ist ans Kreuz gegangen. Dort hat er seine Menschheit auch gelassen, seinen menschlichen Leib gelassen und ist dann durch seine göttliche Kraft auferstanden von den Toten. Und diese frohe Osterbotschaft ist es ja, die die Christen auf der ganzen Welt eint, dass wir sagen können, an Ostern feiern wir das Leben, ein Leben, wie wir es auch im Osterlied singen, das kein Tod entreißt.